Hallo und willkommen zurück zu Grandia. Wir sind immer noch auf dem Dampfer und ja, unsere kleine Freundin Sue hat sich an Bord geschmuggelt und wäre beinahe in einem Fass über Bord geflogen. Ja, nun dürfen wir als Schiffsjungen arbeiten. Ja, Madame wollte ja mal wieder nicht hören. Ihr seid also die blinden Passagiere. Steht nur niemand im Weg rum. Wir werden niemand im Weg rumstehen. Puff, puff. Aha, Festlandmatrosen stehen immer im Weg rum. Das war bei mir nicht anders. Hey, ihr Festlandmatrosen, ihr seid doch die blinden Passagiere. Wisst ihr nicht, dass das die Seegeister ärgert? Keine Sorge, selbst die Geister können einer schönen Dame wie mir nichts hören. Aber ich bin kein blinder Passagier. Ich bin jetzt Schiffsjunge geworden. Ihr Festlandmatrosen könnt das nicht wissen. Wer die Geister erzürnt, hat Ärger ohne Ende. Vor allen Dingen, Justin hatte seinen Pass. Gut zuhören, ihr Festlandmatrosen. Bis jetzt wart ihr Passagiere. Ab jetzt seid ihr Schiffsjungen. Denkt daran. Jawohl. Der Auftrag für euch beide lautet, Deck schrubben. Genauere Anweisung erhaltet ihr an Deck. Jetzt gebe ich euch das hier. Kabinenschlüssel erhalten. Denkt daran, ihr müsst dienstfertig sein, wenn ein Passagier es verlangt. Kapiert? Gut, jetzt ab an Deck. Von jetzt an wohnt ihr in dieser Kabine. Nach der Arbeit kommt ihr hierher zurück. Jetzt ab an Deck. Ah, wir dürfen mal speichern. Lief jetzt natürlich noch eine Weile weiter. Daher setzen wir mal den Speicher da unten. 9 Stunden und wir haben immer noch nichts gesehen quasi vom Spiel. Dann wollen wir mal. Ach, der ganze Ärger nur wegen zu. Ja gut, hier ist nichts Neues. Sorry, wenn ich mich nach einer Weile so auch verquatscht habe. Das liegt aber daran, weil einfach so viel vorzulesen ist. Siehst du diesen völlig unbedarften Seemann da drüben? Das ist nämlich mein lieber Sohn. Von allen Seeleuten auf diesem Schiff ist mein Sohn der zartbeseiteste und schüchternste. Ich muss ihn behüten. Oje, eine Helikopter-Mami. Oh, da müsst ihr das sein, die neuen Schiffsjungen. Yep. So muss es wohl sein. Verstehe. Also, als Seeleute müsst ihr ja die Regeln der See kennen. Kennt ihr zwei sie denn? Sei kein blinder Passagier, oder? Also ein paar müsst ihr kennen. Er wird ja dauernd ermahnt. Es gibt nicht nur eine Regel der See. Kennt ihr denn die anderen? Man muss Haare auf der Brust haben. Hey Justin, das ist doch diskriminierend. Wie soll Frauen diese Regel einhalten? Denkst du denn nicht auch, dass die behaarte Brust einen richtigen Seemann ausmacht? Genau, seht euch meine behaarte Brust an. Weißt du, du klingst genau wie der Kapitän. Hey Schiffsjunge, wie geht's? Ah, lass den Schiffsjungen weg, ja? Puff, puff, puff. Gut, dann versuchen wir mal alle Regeln der See aufzusehen. Schwimmen lernen? Das ist echt lustig, aber es ist keine Regel der See. Das stimmt zwar für den Seemann, aber selbst ein Nichtschwimmer kann den Dampfer nehmen. Schlagen ja, Blut nein, oder? Ihr lernt fix. Na klar, Abenteurer und Seeleute sind ja praktisch Brüder. Das reicht aber immer noch nicht. Probier noch eine. Wie wär's mit halte die See sauber? Oder vielleicht geh nicht baden. Ich würde sagen, halte die See sauber. Oho, und ob du verstehst, solange man sich die Regeln hält, ist man gegen den Zorn der Seegeister gefeit. Also sind wir tatsächlich ausgezeichnete Seeleute. Nun, überschätzt euch mal nicht. Noch seid ihr keiner. Aber ich gebe euch das hier. Befolgt stets die Regeln. Wie schon gehalten. So, jetzt gehen wir. Für einen Bootsjungen reicht das. Nun musst du daran arbeiten, die Regeln der See zu beachten.
Ihr habt also als Schiffsjung angeheuert, dann macht euch auf was gefasst. Der Kapitän ist streng. Wisst ihr, der hat sogar gemeint, ich müsste allein sein, ohne meine Mama. Könnt ihr das fassen? Ich finde, er hat recht. Und obwohl Mama mit Engelzungen gefleht hat, hat er mir keine leichte Arbeit gegeben, strenger Kapitän. Eieieiei. Ein Geschenk, um meiner Tochter eine Freude zu machen. Ah, schwierig, da muss mir was einfallen. Dann haben sie also eine Tochter. Dann lasse ich mir auch etwas einfallen. Oh, danke für die Hilfe. Ich weiß einfach nicht, was einem Mädchen gefallen könnte. Vielleicht ein schönes Band, wie das du ein Haar trägst. Puff, puff, puff. Ah, was? Ist das kein Band? Ein sprechendes Band? Außergewöhnlich. Sowas würde meiner Tochter sicher gefallen, ob man doch dort sowas kriegt. Er stammt zwar aus der neuen Welt, aber Pui gibt es bestimmt nirgends zu kaufen. Hey Bootsjunge, wie geht's? Hör zu, wenn du ein gewisser Seemann werden willst, dann lerne von mir. Ich würde ja eigentlich lieber ein gewisser Abenteurer werden. Hör zu, Seemannslektion 1 lautet, immer freundlich lächeln, blitzende Schneidezähne, perfekt. Nicht ganz leicht, ungefähr so? Nein, 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 Justin. Bereits so, so ist es richtig. Freundliches Lächeln ist die Grundlage für alles. Solltest du bald lernen. Es hieß, ihr Knirpse wärt blinde Passagiere. Ganz schön frech. Es ist alles Justins Schuld. Er wollte mich zurücklassen. Na, trotzdem hättest du nicht als blinder Passagier an Bord müssen. Zu, du bist mir über. Ich sehe ja vielleicht nett aus, aber ich habe schon eine Menge angestellt. Ich kenne das Kitchen nur zu gut, aber der Kapitän hier hat mich genommen. Solange ich lebe, werde ich ihm dafür dankbar sein. Wow, was hast du angestellt? Hätte es sie denn mal beinahe erwischt? Klaue und Zechbrillen, Graffiti, Straßenverunreinigung, Ladendiebstahl, so gut wie alles. Haha, ein echt übler Bursche. Eieiei. Na gut, da findet man nicht mehr viel Arbeit mit. Ah, das war ein schöner Urlaub. Palm ist eine schöne Stadt. Okay, das ist schon mal die gleiche Texte wie eben. Ich gucke mal eben kurz Waffentechnik, ob vielleicht was für zu dabei ist. Glaube ich zwar jetzt nicht unbedingt. Nö. Überhaupt nichts. Schade. Der Lautstärkeregler am Headset hat irgendwie einen kleinen Wackelkontakt. Oh. Wir dürfen in die Kabinen. Eine Badewanne aus Gold. Das sieht nicht so aus. Mein lieber Gatte ist nur etwas überreizt, seit wir unseren geliebten Sohn verloren haben. Ist sehr schwermütig. Unsere Reise nach Neupan soll seinem Herzen Linderung verschaffen. Verzeih, dass ich dich mit meinem Kummer beerdige. Oh weh, oh weh. Ach Gott, ach Gott. Ach Gott, ach Gott, sieh nur, unser verstorbener Sohn. Es besteht doch keine Beziehung zwischen der niederen Existenz eines Pagen und Menschen wie mir. Was schwafelst du von Pilarino? Du bist doch noch am Leben. Meinen Sie mich? Doch nicht dich, den dort drüben. Der Puff-Puff sagt, er sieht genauso aus wie mein verstorbener Sohn. Wer? Pui? Puff, puff, puff. Die Ohren, herzige Kulleraugen, das Profil, Niederzug, mein Sohn. Pilarino! Puff, puff, puff. Oh, ich glaube, er freut sich, dass er aussieht wie mein Sohn. Ach, wie lieb er ist. Hahaha. Ein Sohn, der aussieht wie Pui? Wie soll denn das? Da müssen wir natürlich ausnutzen, dass wir jetzt auch in die erste Klasse rein können.
Und wenn es nur mal zum Reinschauen ist, gibt ja anscheinend nur zwei Kabinen. Echt eine hübsche Kabine. Ich glaube, auf der Reise kann man es aushalten. Wow, wirklich unglaublich, was diese Kabine wohl kosten mag. Hm, für diesen Preis dieser Kabine könnten 10 Leute die zweite Klasse reisen. Ah, erlesene Möbel und Essen, wie in einem erstklassigen Hotel. Fast für einen reichen Mann wie mich. Der Service stimmt sicher auch. Hallo Page, die Badewanne in dieser Kabine ist schmutzig. Sei bitte so gut und reinige sie. Jawohl, gnädige Frau, sofort. Ah, ich bin so froh. Ich käme um, wenn meine Kabine nicht makellos sauber wäre. Ich hab's ja auch gern sauber, aber man kann auch übertreiben. Igitt, was für eine Art Schiff ist das, wo das Radbad derart schmutzig ist? Hopp, hopp, reinige das. Ja, ja, in Ordnung. Die Badewanne, ja, wird sofort gereinigt. Hä? Ich hab doch gar nicht. Tja, muss ich wohl sauber machen. Ha! Was meint die bloß? Schmutzig, sieht doch sauber aus. Eigenartig. Vielleicht meint sie ja den winzigen Fleck da. Ha, bloß diesen winzigen Fleck da? Tja, muss ich wohl sauber machen. So, das war's. Danke, dass du die Badewanne gereinigt hast. Jetzt fühle ich mich viel besser. Gute Arbeit. Ich habe leider nur 25 Gold. Bitte nimm sie. Jetzt, wo du mit Saubermachen fertig bist, verlasse bitte die Kabine, Paso. Oh, ah, ein junger Schiffsjunge. Ich reise in viele Länder, um ihre Tänze zu lernen. Aber Sir, waren Sie es nicht, der letzte Mal so total zappelig war? Wissen Sie, der Hideho sagte? Wie bitte? Ich verstehe nicht, was du meinst. Haben wir uns schon mal gesehen? Sie können sich also nicht erinnern? Sie haben Hideho gesungen. Dauernd sagst du es, Justin. Du nervst mich auch. Haha, sieht interessant aus. Aber ich würde es nicht selber tanzen. Ich habe ein ganz gutes Gedächtnis, aber ich kann mich nicht erinnern, hier getanzt zu haben. Wie seltsam. Ich bin mir sicher, dass sie es waren. So, der den komischen Tanz tanze. Hey, hör mal, der Präsident der Abenteurerliga in Neupalm soll verlobt sein. Ich bin so eifersüchtig, dass sie den Präsidenten ganz für sich hat. Ah, oh, ich bin so frustriert. Es muss eine heiße Romanze zwischen den beiden gegeben haben. Das ist ein Traum. Ich bin so eifersüchtig, dass sie den Präsidenten ganz alleine hat. Okay. Könnte es sich um Mr. Gausser und Mama aus Mamas Brief handeln? Wow, er ist verlobt. Hey, du, das Mädchen mit der Schleife, wie heißt du? Ich heiße Sue und das ist Pui. Nett, dich kennenzulernen. Puff, puff. Du bist also Sue. Aha, Sue sagst du. Hä? Bist du seltsam? Ich bin als größter Gourmet bekannt. Okay, den hatten wir schon. Ah, aus dem Weg, Junge. Justin, wie wär's mit einem Glücksspiel? Die Regeln sind einfach. Ich werfe eine Münze. Du musst nur raten, Kopf oder Zahl. Aber du musst 100 Gold setzen. Hört sich interessant an. Okay. Ich werfe die Münze. Los, Kopf oder Zahl? Natürlich sage ich Kopf. Hm, es ist Kopf. Yippie, ich gewinne. Was gewinne ich denn? Toll, Justin. Puff, puff. Kaufst du Daumen. Du besiegst mich. Glückwunsch. Du gewinnst, nimm diese 100 Goldstücke. Toll. Ich habe mein Geld zurückgewonnen. Gut gemacht, das kann halt passieren. Das macht's interessanter. So, ich glaube, sie täuschen. Sie lächeln nicht. Sie sind ziemlich verärgert. Schlechter Verlierer. Sag mal, findest du den Mann da drüben nicht attraktiv? Er bleibt immer cool, aber er brennt vor Risikofreude. Ah, ist ja toll. Sag mal, habt ihr schon gehört? Ein ganz großer Abenteurer wird während der Reise an Bord gehen. Ich kenne keine Details, nur dass es ein echter Veteran sein soll. Weiß jemand in der Crew etwas? Überhaupt nichts. Aber ich würde gerne einen großen Abenteurer von früher kennenlernen.
Ich weiß nicht viel über die Abenteurer in der neuen Welt. Nur über die Abenteurerliga. Sag mal, kleiner Matrose, wo kriege ich eine Fotoerlaubnis? Fotoerlaubnis? Keine Ahnung, was das ist. Fragen Sie mal den Kapitän. Ich bin nämlich Fotograf. Ich möchte ein Buch mit all meinen Fotos herausgeben. Ende der Welt, verschiedene Ruinen und Geheimnisse in viel Natur. Ich möchte auch diesen Dampfer fotografieren. Ist der nicht spitze? Das wird bestimmt Eindruck machen. Mit Hilfe von Spitzentechnologie ins Land der großen Geheimnisse. Hui, hört sich richtig dramatisch an. Lass mich ein Foto von euch machen. Zwei clevere Crewmitglieder. Ist ein Foto genug? Sag mal, Schiffsjunge, habe ich zu viele Sommersprosse im Gesicht? Wir sind mal nett. Überhaupt nicht. Lügner, mit solchen fadenscheinigen Lügen geht es mir auch nicht besser. Gib acht, Justin. Das Herz eines jungen Mädchens ist empfindbar. Finster und zerbrechlich wie Glas. Ach, vergiss es. Es war dumm von mir, von meinem Problem zu reden. Ich will den Traum meines verstorbenen Mannes verwirklichen. Eine Ranch. Ich suche mein Glück in der neuen Welt. Messina, dieser Kontinent ist so voll von Industrie und Dunst und so weiter. Da kann ich mir keine Ranch vorstellen. Die neue Welt ist genau die richtige Umgebung für eine Ranch. Es war schon eine Sache, mein Heim aufzugeben. Wir haben ja gerade erst gespeichert. Ich lade noch mal. Wir wissen ja jetzt die ganzen Antworten, dann können wir nämlich das Ganze beschleunigen. Wir müssen ja nur bestimmte anquatschen. Nein, den Speicher nicht, den da. Wir reden dann natürlich jetzt nicht wieder alle an, sondern nur die, wo Aufgaben sind. Weil ich möchte nämlich bei dem Mädel mal eine andere Auswahl treffen. Na gut. Ihn hatten wir ja erledigt. Wir müssen ja nicht mehr alle nochmal anquatschen. War das der hier? So, Problem gelöst. So. Ja, ein paar bestimmte NPCs quatsche ich nochmal an, weil das eventuell noch eine Nebenquest triggern könnte, wie hier. So. So weit, so gut. Ich lese es nicht wieder alles vor. Wir machen jetzt mal eben kurz sauber und dann geht's weiter. So. Jetzt reden wir nochmal mit ihr. Keine Sorge, nur ein paar. Ja, du hast recht, danke. Ich dachte, ich würde davon zu viel aufheben machen. Na klar, Sommersprosse zählen zu den Waffen einer Frau. Wie bei mir beispielsweise.
geht mir schon viel besser, danke. Sommersprossen sind der Charme einer Frau. Du bist eine tolle Frau mit heißen Liebesaphären. Stimmt, ich muss hart arbeiten. Ich weiß, ich gebe dir das. Schokolade erhalten. Ha! Hat sich doch gelohnt. Upsala. Ich nehme nochmal... Ah, Zahl. Oh, schade, das könnte die Strafe sein, wenn ich sorgsam mit dem Geld umgehst. Hehe, um mein Glücksspiel zu gewinnen, musst du an dein Glück glauben und nicht gegen mich wetten. Obwohl ich gewonnen habe, muss ich sagen, dass mir so ein blödes Spiel keinen Spaß mehr macht. Im Neupaar werde ich richtige Nervenkitzel erfahren. Wäre ich bloß da... Na gut, also es ist tatsächlich total random, also es kann alles mögliche bei rauskommen. Diesmal ist Haal rausgekommen, obwohl wir Kopf gewettet haben. Naja. Hey, ist das nicht klasse? Du bist nicht ins Fass gekommen. Ich sah mich schon als Todeskandidat. Puff, puff. Die Meeresgeister sind nicht so gemein, um sich darüber zu ärgern. Ihr seid also auch Matrosen. Jetzt Schluss mit dem Gerede. Ran an die Arbeit. Jawohl, Sir. Ah, die Schiffsjungen, Justin und Sue. Kommt zur Arbeit, ohne gerufen zu werden. Ihr seid vielversprechend. Ich wette, ihr wisst bereits, dass die Neuen immer zuerst Deck schrubben. Bereit? Ihr werdet jetzt jede Nische und jede Ritze auf dem gesamten Deck bohnen. Wenn ihr fertig seid, kommst du zu mir. Justin zu, ihr seid jetzt Schiffsjung und müsst die Regeln der Seefahrt lernen. Richtig, Justin macht meist alles verkehrt, deshalb muss er jetzt gut aufpassen. Ich weiß, ich habe etwas falsch gemacht, aber ich will nicht im Fass über Bord gehen. Keine blinden Passagiere, keine Meeresverschmutzung, keine blutigen Kämpfe. Befolgt diese drei Regeln und arbeitet, das wär's. Hui, ich bin froh, ich bin ehrlich glücklich, dass wir sie nicht ins Fass stecken mussten. Sie haben total recht, ich bin so erleichtert. Meine Güte, ich dachte schon, ich wäre ein Todeskandidat. Das glaube ich dir. Jetzt, wo ihr Matrosen seid, müsst ihr hart arbeiten. Da ihr Matrosen seid, gehört ihr zu uns. Ihr werdet bis zum Umfallen arbeiten. Bitte seid nachsichtig. Justin, wenn du ein ausgelernter Matrose bist, kannst du vielleicht wie ich Ausguckmann werden. Das macht mehr Spaß als Schrubben. Nun, es macht nicht gerade Spaß, aber man trägt mehr Verantwortung. Stürme und Eisberge sind nicht die einzigen Gefahren auf See. Verzeihung. Totenkopf Liddy oder andere Piraten könnten uns angreifen. Soll aber schon vor einiger Zeit woanders hingezogen sein. Ja, die hat ihre Küche. Hallo, Herr Justin. Hört, Sie sind Schiffsjunge. Hoffe, Sie sind bald Matrose. Hä? Du musst mein eigener eingeschworener Bruder sein? Wow. Ich nehme dich hart ran. Sei bereit. Ich bringe dir bei jedem Kran auf der ganzen Welt zu reparieren. Haha. Alle berühmten Leute auf der Welt scheinen gut mit Kränen umgehen zu können. Wo muss ich jetzt schrumpfen? Seid ihr zwei bereit? Wir fangen jetzt an. Zeigen Sie mir, wie es geht. Das Geheimnis guten Bohnens ist das ausgeglichene Verhältnis von Stärke und Geschwindigkeit. Drücke die X-Taste, um anzufangen. Dann die X-Taste und drücken, um Stärke und Geschwindigkeit zu erhöhen. Wenn die Stärke aber über dem Maximum ist, wirst du müde. Deshalb am besten die Taste nicht gedrückt halten. Um die Stärke zu verringern, einfach die X-Taste lösen. Am besten läuft es, wenn die Stärke fast beim Maximum ist. Die Kunst ist, sich im Zaum zu halten. Du bekommst eine schöne Belohnung, also nicht aufgeben. Seid ihr zwei bereit? Wir fangen jetzt an. Wisst ihr, wie es geht? Fangen wir an. Ah.
31 Sekunden. Die arme Kleine, total aus der Puste. Und die hat nur eine Bahn gemacht. Hey, was glaubt ihr, macht ihr gerade? Das dauert viel zu lange. Und ihr nennt euch Abenteurer? Macht weiter so, ihr werdet als Matrose an Land gespielt. Möchtet ihr hier am Fass über Bord gehen? Unser erster Versuch ging daneben. Nächstes Mal machen wir es besser. Leute, ist die Arbeit beendet. Geht in eure Kajüten, ruht euch aus oder wollt ihr noch mehr gucken? Ja, ich versuch's. Junge, Junge, du bist wirklich entschlossen. Okay, dann tu's. Okay, dann wollen wir mal schauen, dass wir ein bisschen schneller werden. Die Beine sind immer noch am Schrubben. Die arme Kleine. für diesmal ist es okay. Das nächste Mal muss es aber besser werden. Ach, ich drück mal zu schnell. Junge, Junge, du bist wirklich entschlossen. Okay, dann tu es. Hey, verdammt. Oh, diese Runde ist schlecht. Diese Runde ist richtig schlecht. Ah, Mist. Das schaffen wir noch mit einer guten Zeit. Was ist das? Das ist nicht gut. Komm, strengt euch ein bisschen mehr an. Ah. Braucht allein schon fast 5 Sekunden zu schachten. Das war ja noch mal langsamer. Irgendwas mache ich falsch. Dauert viel zu lange. Man hat sogar noch länger gebraucht. Das war schlecht. Das war richtig schlecht. Wenn ich mich recht entsinne, bekommt man aber eine gute Belohnung. Deswegen will ich es auch schaffen.
Nein! Verdammt! Nein! Verdammt! Das könnte eventuell funktionieren. Das könnte eventuell funktionieren, wenn ich das hinkriege. Nein! Mist! Das hat irgendwie nicht so ganz funktioniert. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie viel man schaffen muss von der Zeit her. Blöd ist, dass es allein schon erst um 4 Sekunden dauert, bis er anläuft. Hm, 26,86. Ist nicht schnell. Wieder ein okay. Ich guck mal ganz kurz nach, welche Zeit wir da kriegen müssen. Weniger als 26 Sekunden. Okay. Na dann, wollen wir mal. Nein! Einmal wieder Sekunde zu lang gedrückt. Das wird wieder nichts. Hier zweimal vergeigt. Die Animationen sind echt gut gemacht. Fahr ich an der Armklein zu. Und sie hat nur eine einzige Bahn gemacht. Hängt da total kaputt in den Seilen. Buja! Sorry, wenn ich gerade mal ein bisschen still war. Ich habe mich ein bisschen konzentriert auf Timing.
Komm, Pui, gib alles. Ach, die armen beiden. Mit Justin geht es ja noch, der ist ja ein bisschen größer. Gut, ihr werdet euch doch daran gewöhnen, das sechste Schrubben. Mach weiter so. Kein Problem, überlasst es mir. Ich werde keinen gut gemachten Job kritisieren. Mir gibt es 25 Gold für gute Arbeit. Naja. Immerhin. Mehr wie nichts. Was soll's. Wir können ja mal beim Captain vorbeischauen. Der nicht anwesend ist? Na gut. Ihr habt eure ganze heutige Arbeit erledigt. Ausgezeichnet. Seht aber müde aus. Schlaft euch gut aus. Autsch. Au. Wir tun alle Knochen weh. Das ist bloß Muskelkater dazu. Du gewöhnst, da gewöhnst du dich dran. Heute übernehme ich auch einen Teil von deiner Arbeit. Vielen Dank, Justin. Hey ihr zwei, wie wär's mit Arbeiten? Wo wollt ihr heute ausruhen? Machen wir mal einen Zwischenspeicher. Machen wir mal, was die Zeit sagt. Ich sehe, hier haben wir nämlich um die 20 Minuten. Oh, 38 Minuten. Dann machen wir mal einen Cut und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es dann wieder heißt, Let's Play Grandia. Bis dann.